News. Mit Barbora und Leandra. Altersheim für Killerwale. Der Aucker Telekom wurde quasi über Nacht zur Berühmtheit durch den Film Blackfish, der über das Leben des in Gefangenschaft lebenden Aukers berichtet, welcher Tag ein für Tag aus das Publikum in den Auker-Shows unterhalten soll. Dokumentation über sein Leben im Betontank löst die weltweit große Empörung aus, was dazu führte, dass die Besucherzahlen in solchen Themenparks drastisch zurückgingen. Die Konsequenz daraus ist, dass SeaWorld keine Aukers mehr züchtet oder einfängt. Ebenso die Shows sollen beendet werden. Doch was passiert mit den Tieren nun? Da die Tiere in freier Wildbahn nicht überleben könnten, möchte das Bay Sanctuary Project ein Stück mehr kaufen mit mindestens 25 Hektar, wo die Tiere quasi ihre Pension genießen sollen. Tierhasser vergiften 200 Katzen. In Champerre-le-Mar geht die Angst um. In dem kleinen Badeort wurde innerhalb weniger Tage mehr als 200 Katzen vergiftet. Die Bewohner bringen täglich Dutzende tote Tiere zum Tierarzt. Auch streunende Katzen liegen dort tot in Gärten oder auf Terrassen. Diese schreckliche Tat bringt die Leute schließlich dazu, sich gegenseitig zu verdächtigen. Die Polizei und die Gendarmerie ermitteln zurzeit auf Hochtouren. Bis jetzt jedoch ohne Erfolg. Die Polizei hierzu: Das ist wirklich gefährlich. Es könnte ja auch schließlich Kinder vergiftete Sachen in den Mund nehmen. Es kann so nicht weitergehen. Hund geht mit Fidget Spinner viral. Was kommt dabei heraus, wenn man einem Hund einen Fidget Spinner gibt? Stimmt, ein virales Hit-Video mit über 14 Millionen Views. Im Video ist der Hund Alex zu sehen, welcher einen Fidget Spinner auf der Nase balanciert. Das Originalvideo wurde von Animal Extras hochgeladen, einer Talentseite für Tiere, wo es jedoch Kritik gab, da der Fidget Spinner zu nahe an den Augen vom Hund wäre und sich der Hund gegebenenfalls verletzen könnte. Die Besitzerin hat daraufhin das Video erneut hochgeladen, wo der Hund nun eine Schutzbrille trägt, wo er sich nun nicht mal verletzen kann. Wer das Video ansehen will, der sieht in die Videobeschreibung auf Mixcloud oder auf YouTube. Frau lässt sich Eizelle von Hund einsetzen. Die sowjetische Künstlerin Maja Smerker hat sich von Experten im Labor ihre Eizelle entkernen lassen und eine Körperzelle ihres Hundes dafür einpflanzen lassen. Das Ergebnis ist theoretisch eine neue Zelle eines Mischwesens aus Hund und Mensch. Die Künstlerin wurde im umstrittenen Projekt Artemis dafür ausgezeichnet. Das Projekt sorgte für viel Aufregung in der Politik. Der FPÖ-Politiker Werner Neubauer hierzu: Auf alle Fälle werden die Bioethikkommissionen sich damit befassen. Mit diesem Projekt wurde die Grenzen von Moral und Ethik ganz klar überschritten. Tag der Meere. Die Meere brauchen unseren Schutz. Zwei Drittel der Erdoberfläche sind Wasser. Es heißt, stirbt das Meer, stirbt auch der Mensch. Die Ozeane leiden unter Plastik, Überfischung, Schmutz und Versalzung. Der Lebensraum von unzähligen Arten ist bedroht. Der WWF fasst die Situation unserer Weltmeere so zusammen: Die Menschheit hat unübersehbare Spuren im Ökosystem Meer hinterlassen. Die Zerstörung elementarer Lebensräume wie Korallenriffe und Mangroven hat bedrohliche Ausmaße erreicht. Die Flut an Kunststoffmüll ist bis in die entlegensten Meeresgebiete und Tiefen vorgedrungen. Überdimensionierte Fischerflotten machen Jagd auf schwindende Fischebestände und gefährden so die Ernährung der Küstenbevölkerung in Entwicklungsländern. So Christoph Heinrich, Naturschutzvorstand beim WWF, anlässlich zum UN-Gipfel in New York, der bis zum 9. Juni 2017 stattfand. Tote Wölfin gefunden bei Jaun. Am 9.6. wurde auf dem Feld bei Jaun der Kadaver einer Wölfin gefunden. Wie das Tier verendet ist, ist jedoch aktuell noch nicht bekannt. Das Freiburger Amt für Wald, Wild und Fischerei teilt jedoch mit, dass eine böswillige Tat nicht ausgeschlossen sei. Der Kadaver wurde in das Pathologische Institut der Universität Bern gebracht, wo er nun seziert wird. Es soll dort auch das Erbgut analysiert werden, um die Identität der Wölfin festzustellen. 3FM.